Teil 1. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es wurde schon im Laufe des Abends erwähnt, wie Andreas und Kirsten habe auch ich eine Lesebühne. Bin aber nicht so ein Profi in dieser Szene wie die beiden. Also Andreas schreibt sowieso für jede Woche neue Texte für seine Lesebühne. Meine Lesebühne findet alle 2 Monate statt. Und ich schaffe es trotzdem nicht, jedes Mal neues Material zu produzieren. So auch neulich. 2 Wochen bis zur Lesebühne. Ich kriege einen Anruf von meinem Kollegen. Hey, Nektarios, in 2 Wochen ist Lesebühne. Wie sieht's aus? Hast du neue Texte geschrieben? Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen halben und einen Vierteltext. 2 Wochen später hatte ich einen halben und einen Vierteltext. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn du die 2 Texte zusammennimmst, hast du einen Dreivierteltext. Das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, man spürt den Übergang auch kaum. Ich habe das ganz geschickt mittels eines Satzes überbrückt. Und das Werk trägt den etwas kuriosen Titel: Wenn der Antrieb fehlt, bleibt jede Dynamik kraftlos. Früher war ich mehr so der passive Typ. Statt irgendwas zu tun, ließ ich alles passieren. Ich wurde geboren, ließ mich großziehen, wurde in die Schule geschickt, ließ mich bilden, wurde immatrikuliert, ließ mich prüfen, wurde rausgeschmissen und ließ mich gehen. Heute ist alles anders. Aus meinen Fehlern habe ich gelernt, dass alles, was im Leben geschieht, nichts weiter als eine kausal verkettete Reflexion des eigenen Tuns ist. Das Tun steht am Anfang jeder Handlung. Ohne Tun keine Tat. Täten wir nichts, würde keine Aktion passieren, der Aktiv würde zum Passiv und jeder Akt verpasst. Statt mich also den müßigen Verlockungen des Nichtstuns zu unterwerfen, lenke ich nunmehr eigenhändig meine untätigen Geschicke und tue selbst nichts. Statt mich wie einst gehen zu lassen, gehe ich aus eigenem Antrieb unter. Das ändert nichts an meiner Situation, klingt aber irgendwie dynamischer. Natürlich verlangt eine derart beknackte Lebensphilosophie auch ein völlig beknacktes Accessoire. Das iPad ist das Fenster zu einer neuen Dimension. Einer Dimension voller Scheiße. Zu klein, um anständig damit arbeiten zu können, zu groß, um klein zu sein, schmiegt sich das iPad zielgerichtet in eine Marktlücke, die es nie gegeben hat. Ein kolossales Smartphone mit Handicap. Nein, das iPad geht gar nicht. Wäre es eine Person des öffentlichen Lebens, es wäre Wolfgang Schäuble. Wäre das iPad ein Staat, es wäre Lettland. Kein Schwein braucht Lettland. Wäre das iPad ein Multimedia-Gerät, es wäre ganz sicher ein iPad. Dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn. Wäre das iPad ein Satz, es wäre genau dieser Satz. Und genau aus diesem Grund habe ich mir ein iPad zugelegt. Dinge, die ich früher nie getan habe, kann ich nun problemlos mit dem iPad nicht tun. Neulich im Starbucks zum Beispiel, als ich bei einer Venti-Tasse Spiced Macadamia Holunder Lebkuchen Frappuccino mit Bärlauch-Topping meiner selbstgefälligen Dekadenz frönte und mit der Spitze meines rechten Zeigefingers die edlen Kurven der kleinen Lena entlang fuhr, ganz recht, ich nenne mein iPad Lena, da fragte sie, die ebenfalls Lena hieß, die ich aber liebevoll Bibi nannte, was das Gerät denn so könne. Alles, antwortete ich sogleich, es gibt für alles eine App. Hier zum Beispiel, ich kann mir über den iBookstore bequem Bücher aufs Display holen oder Zeitung lesen. Wenn du Zeitung lesen willst, setzte sie mit betont ernsthafter Miene an, dann lies doch eine Zeitung. Ich lese aber keine Zeitung, ich lese nie Zeitung, wie sich sie zurecht. Und Zeitung kann ich jetzt eben jederzeit und überall nicht lesen. Ich richtete mich etwas auf meinem Stuhl auf, um meinem anstehenden Plädoyer mehr Ausdruck zu verleihen und dachte mir insgeheim, dass sie doch eigentlich eher eine Wiebke war. Und das ist nicht alles, fuhr ich fort. Ich kann damit noch viel, viel mehr. Ich kann immer und überall meine E-Mails vernachlässigen, mich sozialen Netzwerken anschließen, listige Tiervideos bewerten, Pornos uploaden, Musik downloaden, mit Pfeil und Bogen auf vorbeihuschende Zielscheiben dubioser Pop-Ups schießen, Zahlungsaufforderungen ignorieren, Facebook aktualisieren, Flüge buchen, Google suchen, Skripten, Bloggen, Stream, Taggen, Lolen, Roffeln, Simsen, Leggen, Twittern, Posten, Skypen, Chatten, Faxen, Pasten, Freunde adden und ich kann Wuffi meinen digitalen Welpen Konfetti kotzen lassen, wenn ich das Gerät zur Seite neige. Es gibt für alles eine App und ich kann mir über und überall den Anschein reger Beschäftigung erwecken, kann sogar den ganzen Tag lang den größten Stress aufhalten, mich stundenlang vereinnahmen lassen, ja geradezu arbeiten, ohne am Ende des Tages auch nur das Geringste getan zu haben.
Da ich nun genug von Wiebkes flapsigen Kommentaren hatte, berührte ich das kleine rote X an Wiebkes linker Schläfe, die daraufhin mit einem leisen Ploppen in Lenas Menüleiste verschwand. Anschließend verfuhr ich in selber Weise mit dem Frappuccino, meinem Tisch, den Angestellten und schließlich dem Kaffee, woraufhin nur ein kahler Raum mit einer Pritsche nebst eines kleinen Beistelltischchens übrig blieb. Erfüllt von einer tiefen inneren Gelassenheit, bettete ich die kleine Lena in mein Kissen, legte mich auf das Tischchen und dachte bei mir, wie schön, dass es für alles eine App gibt. Vielen Dank. Wir sind eins. ARD.